7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alles Lob gebührt Allah. Allah Segen und Heil, Barmherzigkeit und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und auf all diejenigen, die ihm folgen. Heute, inshallah, liebe Geschwister, machen wir den Tafsir zur Surat Al-Fil, Surah Nummer 105. Wir lesen wie gewohnt erst einmal die Ayat in deutscher Sprache vor, das übersetzt in deutsche Sprache. Es heißt wie folgt: Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr? Ließ er nicht ihre List verloren gehen und sandte gegen sie Vögel in aufeinanderfolgenden Schwärmen, die sie mit Steinen aus gebranntem Lehm bewarfen und sie so wie abgefressene Halme machte. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Einsicht gibt und uns Verständnis gibt in Bezug auf diese fünf Ayat des Koran Karim und dass er dadurch unseren Iman an ihn stärkt. Surat Al-Fil heißt auf Arabisch, Al-Fil ist der Elefant, und das ist, liebe Geschwister, und Surat Al-Fil, liebe Geschwister, Al-Fil ist der arabische Begriff für Elefant, der Singular von Al-Fiyalah. Es gibt verschiedene Plurale in der arabischen Sprache. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Über die Basmala haben wir schon gesprochen, als wir über Surat Al-Fatiha gesprochen haben. Deswegen brauchen wir das nicht nur einmal zu wiederholen. Die Surat Al-Fil ist eine mekkanische Sura ohne Meinungsverschiedenheit unter den Ulama. Insofern ist sie also in der Zeit vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden. Und diese Sura handelt, wie wir alle aus der Sira kennen, von einem Ereignis, das stattgefunden hat vor der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, bevor der Zeit, in der er geboren wurde, alaihi salatu wasallam. Noch genauer wird datiert in Hadithen, die sich gegenseitig stärken, über Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, dass dieses Ereignis in dem Jahr stattgefunden hat, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboren wurde, wie wir alle wissen. Und zwar, die Geschichte zusammengefasst ist diejenige, dass ein Statthalter namens Abraha, er war der Statthalter der Gegend von Jemen, insbesondere Sana'a, also von Sana'a. Sana'a ist die Hauptstadt von Jemen, was zum damaligen abessinischen Reich offensichtlich gehörte. Und Abraha wollte in Sana'a, wollte die Leute nach Sana'a locken, weil er gemerkt hat, dass in Mekka die Kaaba ist und die Kaaba der Grund dafür war, oder einer der Gründe dafür war, dass Mekka das Zentrum der Wirtschaft der arabischen Halbinsel geworden ist. Und dann hat er sich gedacht, wenn es nur darum geht, ein Haus zu bauen, zu dem die Menschen hinpilgern, dann erbaue ich mir ebenfalls eine Kirche, die er dann gebaut hat, in Sana'a, eine große. Es wird gesagt, dass sie so riesig war wie keine andere Kirche zuvor. So dass die Leute dann nicht mehr nach Mekka gehen, sondern nach Sana'a. Und gleichzeitig hat er vorgehabt, die Kaaba zu zerstören. Und die Geschichte sagt, dass Abraha mit einigen, also mit seinem Heer dann Richtung von Äthiopien, von damaligen Äthiopien, wenn ihr euch die Landkarte anschaut, wenn die arabische Halbinsel euch vorstellt, dann ist dort unten so die Grenze des Roten Meeres, und dann über die Grenze rüber, über das Meer rüber, da fängt dann Abessinien an. Abessinien, was heute umgeändert worden ist in Äthiopien. Und Abessinien ist auf Arabisch Al-Habasha, und das ist auch die Gegend, woher Bilal radiallahu ta'ala herkommt. Deswegen nennt man ihn Bilal Al-Habashi. Und von dort aus, über das Rote Meer dort und Richtung Jemen. Von dort aus kam dieser
diese Armee, angeführt von Abraha. Und das Besondere an dieser Armee war eben das, was Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura erwähnt hat, und zwar, dass sie aus unter anderem Elefanten als Reittiere bestand. Und natürlich war es damals gang und gäbe, normalerweise ein Heer zu führen mit Kamelen oder mit Pferden. Aber das Besondere an Elefanten war, dass sie mehr oder weniger schwer zu besiegen oder fast unbesiegbar waren. Denn bis da mal jemand in die Nähe kommt, ist der Elefant, also wie gesagt, hat einen schon längst platt gemacht. Und einen Elefanten stört es nicht so sehr, wenn man ihm einen Pfeil halt in sein dickes Fell stößt. Und deswegen sind sie, wie es die Geschichte hergibt, sind sie losgewandert in Richtung Mekka. Und als sie dann kurz vor Mekka standen, sie haben unterwegs die verschiedenen arabischen Stämme immer besiegt und immer weiter vorgedrungen. Als sie dann vor Mekka standen, kam dann zu ihnen Abdul Muttalib, der Großvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam, um mit ihm zu verhandeln, ob es nicht doch irgendwie eine Möglichkeit gäbe, dass er Mekka in Frieden lasse. Und dann haben sie sich am Ende darauf geeinigt, dass Abdul Muttalib und die Leute aus Mekka die Stadt von Mekka verlassen. Sie haben sie ganz freigelassen und sie haben Abraha die Sache überlassen und sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala den Schutz seines eigenen Hauses überlassen. Weil sie konnten nicht mehr tun, als sie getan haben, und gegen einen Herr von Elefanten kommen sie eben nicht an. Sie sind dann vorgedrungen bis zu einem Tal, das Muhassir heißt. Dieses Tal Muhassir befindet sich immer noch heute zwischen dem Weg, zwischen der Strecke von Muzdalifa nach Mina. Und in diesem Tal Al-Muhassir hat das stattgefunden, was Allah subhanahu wa ta'ala uns in dieser Sura erzählt. Und zwar hat Allah azza wa jal dort das Heer der Elefanten vernichtet. Und deswegen, wenn wir auch als Pilger an diese Stelle kommen, beeilen wir uns und halten uns nicht lange dort auf, auf dass uns nicht das ereile, was die Leute des Elefanten ereilt hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr? Und wir haben gesagt, dass das Wort sehen, normalerweise bedeutet das natürlich das Sehen mit dem Auge. Es sei denn, es gibt deutliche Hinweise darauf, dass es nicht gemeint ist. Und das ist hiermit nicht gemeint. Warum? Weil der Prophet a.s. in dem Jahr erst geboren wurde, also konnte er natürlich das nicht mitbekommen haben. Aber es geht hier darum, diese Ausdrucksform siehst du nicht, ist ein Aufruf nachzudenken. Und als ob Allah subhanahu wa ta'ala sagen würde, du weißt sehr wohl, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr. Ließ er nicht ihre List verloren gehen? Das heißt, die List von Abraha und seinen Leuten. Und eine List ist etwas, bedeutet jemandem anderes etwas Übles im Insgeheimen wollen. Du hast etwas vor, du planst etwas, du bist ein Planschmied. Und die Sache gibst du natürlich nicht preis. Warum? Weil das, was du verbirgst und planst gegen jemand anderes, ist für ihn schlecht. Und das war Abraha und seine Volksleute hatten eine List, und das war die Leute in Mekka zu töten und die Kaaba zu zerstören. Ließ er nicht ihre List verloren gehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, also wir wollen jetzt verstehen, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Surah abgesandt und warum spricht es die Leute von Mekka überhaupt an? Das ist ja nicht nur eine bloße Erzählung über eine Geschichte, die früher stattgefunden hat, sondern Allah Azza wa Jal will den Leuten von Mekka, will sie daran erinnern, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Leute des Elefanten vernichten konnte und abhalten konnte von seinem Haus, dann fällt es ihm erst recht noch viel einfacher, gegen ein paar Götzendiener anzugehen. Und die Leute
sollten hierin einen Beweis sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen nur geduldig ist. Und wenn er wollte, würde er noch einmal solche Vögel in aufeinanderfolgenden Schwärmen mit gebranntem Lehm schicken und sie zerstören. Machte aber nicht aus Barmherzigkeit zu ihnen, damit sie noch einmal sich besinnen und damit sie darüber nachdenken und damit sie den Islam annehmen. Und hier sehen wir einen schönen Beweis darin, dass wenn man Da'wah macht und sich mit anderen Leuten unterhält und sie versucht, von etwas zu überzeugen, dann sollte man möglichst Beispiele finden, mit denen die Menschen auch einverstanden sind. Und das ist die schönste Art von Gleichnisse oder die schönste Art von Beispiele sind diejenigen, die mit denen alle Leute einverstanden sind. Das heißt, dein Kontrahent, dein Gegenüber, mit dem du diskutierst, erkennt die Geschichte, über die du ihm etwas erzählst. Und du willst darauf etwas schließen, was erst recht gilt. Du willst darauf schließen, auf etwas, was erst recht gilt. Und das nennt man Qiyasul Aula auf Arabisch. Das bedeutet also, wenn Allah subhanahu wa ta'ala imstande ist, das Volk oder ein Herr von Elefanten zu zerstören und zu vernichten, dann erst recht Leute, die keine Elefanten haben. Und das ist eine Art von Qiyas, wie Gelehrten sagen, den eigentlich kein Mensch verwirft. At-Tabari, rahimahullahu tabarak wa ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich seiner erbarmen, er überliefert uns über einen Sahih Isnad über Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu folgendes. Und zwar, der nächste Vers heißt ja, und sandte gegen sie Vögel in aufeinanderfolgenden Schwärmen. Abdullah ibn Abbas sagte über diese Vögel, hier Tayrun وَكَانَتْ طَيْرًا بِهَا خَرَاطِيمْ كَخَرَاطِيمْ الطُّيُورِ وَأَكُفًّا كَأَكُفِّ الْكِلَابِ. Er sagte, das sind Vögel, das waren ganz normale Vögel, sagte er, aber diese Vögel hatten Schnäbel, genauso wie normale Vögel Schnäbel haben, aber sie hatten Pfoten, so wie Hunde Pfoten haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala in diesen Ayat macht den Leuten von Mekka und allen anderen Menschen klar, dass er subhanahu wa ta'ala, wenn er will, kann er sich selbst verteidigen und seine Religion selbst verteidigen. Und er braucht niemanden, der ihm zum Sieg verhilft. Deswegen die Ayat, die wir im Koran lesen, wie zum Beispiel in tansuru Allah yansurkum, wenn ihr Allah zum Sieg verhilft, dann wird er euch auch helfen. Diese Ayat darf man nicht denken, dass Allah subhanahu wa ta'ala auf unsere Hilfe angewiesen ist, sondern vielmehr sind wir auf seine Hilfe angewiesen. Und vielmehr profitieren wir davon, wenn wir unserer Religion helfen. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala indirekt, wenn ihr Leute von Mekka nicht aufpasst auf die Kaaba, ich werde dafür sorgen, so wie ich früher dafür gesorgt habe. Also nur weil ihr jetzt, ihr wisst ja, beim letzten Mal über Surat Quraysh gesprochen haben, da haben wir gesagt, oder vielleicht war es bei einer anderen Surah, und zwar, da waren die Leute aus Quraysh ja stolz, dass sie diejenigen sind, die auf die Kaaba aufpassen und die, dieses schwarze Kleid der Kaaba immer erneuern und reinigen und das Haus sauber halten und die Leute, den Leuten von Samsam-Wasser zu trinken geben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, in Surat al-Tawbah, klar und deutlich, dass all dies nichts ist im Vergleich zum Iman an Allah und den jüngsten Tag. At-Tabari, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, überliefert uns ebenfalls einem Isnad, der Hassan ist, über Ubayd ibn Umayr. Und Ubayd ibn Umayr ist einer der großen Tabi'in. Wenn man sagt groß und klein, dann meint man damit nicht die Größe des Körpers, sondern man meint damit, dass er sehr viele oder sehr wenige Sahaba, radiallahu ta'ala, an ihm getroffen hat und über sie überliefert hat. Denn je größer ein Tabi'i ist in diesem Sinne, desto wahrscheinlicher ist es, dass er das, was er überliefert, über einen Sahabi überliefert, als dass er das über einen anderen Tabi'i überliefert. Und Ubayd ibn Umayr, er sagte über diese Vögel aus, Tuyurun sud tahmilul hijarata fi azafiriha wa manaqiriha. Er sagte, es handelt sich um schwarze Vögel, die Steine
in ihren Pfoten tragen und ebenfalls in ihren Schnäbeln. Und diese Überlieferung widerspricht einer anderen Überlieferung über Sa'id ibn Jubair, rahimahullah, einer der großen Schüler von Abdullah ibn Abbas, ebenfalls bei At-Tabari überliefert, dass er gesagt hat, es handelt sich um grüne Vögel, die in ihren grüne Vögel handelt, weil diese Überlieferung, da ist eine Schwachstelle, und zwar Yahya ibn Talha, ist ein Al-Yarbu'i, er ist Layyin al-Hadith, wie ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, sagte. Aber das wäre auch kein Widerspruch, denn es spricht ja nichts dagegen, dass die Vögel verschiedene Farben gehabt haben. Ebenso überliefert uns At-Tabari, rahimahullah ta'ala, wieder über Ubayd ibn Umair, rahimahullah tabaraka ta'ala, dass er sagte, Tuyurun Sudun Bahriya. Er sagt, das sind schwarze Vögel, die vom Meer kommen. Also kann es bedeuten, dass sie tatsächlich entweder aus dem Meer kommen oder dass sie von Richtung des Meeres geflogen kamen. Und ebenfalls überliefert uns At-Tabari, rahimahullah ta'ala, über einen Isnad, der in Ordnung ist, dass Qatada, rahimahullah, Qatada ibn Du'ama, einer der Tabi'in und der großen Tafsir-Gelehrten, dass er gesagt hat, حتى إذا كانوا بالصفاح بركة فكانوا إذا وجهوه إلى بيت الله. Das heißt, er sagte, Qatada sagte, rahimahullah ta'ala, als sie bei As-Saffah waren, eine bestimmte Ortschaft, hat der Elefant sich niedergekniet. Wenn sie ihn dann in Richtung Allahs Haus gedreht haben oder in Richtung dieses Haus laufen wollten, hat er sich geweigert, weiterzulaufen. Und wenn sie ihn in die andere Richtung gedreht haben, das heißt in die Richtung, von der sie gekommen sind, dann ist er zügig losgelaufen. Das ist natürlich ein Beweis, oder das ist ein Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sogar die Tiere sich geweigert haben, dieses edle Haus von Allah subhanahu wa ta'ala zu zerstören. Und dann sagte er, Qatada sagte weiterhin, فَنَجَى أَبُو يَكْسُوم وَهُوَ أَبْرَهَا. Abu Yaksum ist der Beiname von Abraha gewesen. Er sagte, hat Allah subhanahu wa ta'ala die Vögel gesandt, wie wir kennen, und mit den Steinen auf sie geworfen. Und er sagte, Abu Yaksum, also Abraha, ist dann davor geflohen. فَجَعَلَ كُلَّ مَا قَدِمَ أَرْضًا تَسَاقَطَ بَعْضُ لَحْمِهِ حَتَّى أَتَى قَوْمَهُ فَأَخْبَرَهُمْ الْخَبَرْ ثُمَّ هَلَكْ. Er sagte, Abraha ist dann in Richtung seiner Heimat zurückgekehrt, und jedes Mal, wenn er zu einem Volk unterwegs kam, ist immer wieder nach und nach ein bisschen Fleisch von seinem Körper abgefallen, bis er dann zu seinem Volk zurückkam im Jemen, und dann teilte er ihnen mit, was geschehen war, und dann ist er gestorben. Und deswegen sagen manche Ulema, dass dieser gebrannte Lehm, der von den Vögeln auf sie geschmissen worden ist, entweder die Menschen getötet hat, wie Allah subhanahu wa ta'ala es im Koran deutlich gesagt hat, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, dann macht er sie wie abgefressene Halme, oder wenn sie nur leicht davon getroffen worden sind, dann hat es sie erkrankt, sodass ihr Fleisch, wal'iyadhu billah, nach und nach von ihnen abgefallen ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّينٍ, die sie mit Steinen aus gebranntem Lehm bewarfen. Sijil bedeutet entweder, dass es Ton ist, das heißt Steinen mit Steinen aus Ton. Das ist die offensichtliche Bedeutung auch vom Tafsir von Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhum, überliefert worden ist. Das heißt Steine aus Ton.
aber aus gebranntem Lehm oder dieser Ton, wisst ihr, wenn er gebrannt wird, dann ist er härter und es ist gefährlicher natürlich für denjenigen, den es trifft. Oder eben Sijil kommt auch, manche Ulema sagen, vom Wort Sijin und bedeutet so viel wie, dass es ursprünglich aus der Hölle kommt, von Al-Jahim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Qatada rahimahullah ta'ala sagte, dass es eben aus Ton waren, diese Tiere, diese Steine, die hier abgefunden sind. Auch bei At-Tabari rahimahullah ta'ala überliefert. Und er sagte auch, rahimahullah, ebenfalls wieder Qatada, hiya tayrun bidun kharajat min qibar al-bahr ma'a kulli tayrin thalathatu ahjar hajarani fi rijlayhi wa hajarun fi minqarihi wala yusibu shay'an illa hashamah. Qatada rahimahullah ta'ala sagte, es handelt sich um weiße Vögel, die von Richtung des Meeres gekommen waren. Jeder Vogel hatte drei Steine mit sich, zwei davon in seinen an seinen Füßen und einen davon in seinem Schnabel. Egal, was mit diesen Steinen getroffen worden war, wurde zerschlagen. Und ihr habt gemerkt, dass ich sehr oft Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala zitiere, weil das ist sozusagen die Quelle der Tafsir-Gelehrten überhaupt, rahimahullah. Denn At-Tabari gilt als der Imam der Tafsir-Gelehrten. At-Tabari, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Jalil At-Tabari, das ist sein Werk ist das unglaublichste Werk, was das Tafsir angeht, weil sein Werk lediglich aus Überlieferungen besteht. Alles, was er dort irgendjemandem zuschreibt, schreibt er ihm durch einen Sanad über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu. Liebe Geschwister, aus diesem Hadith, aus dieser Begebenheit in dem Jahr, in dem das Elefantenjahr zerstört worden ist, lernen wir natürlich verschiedene Sachen. Unter anderem lernen wir daraus, dass die Kaaba bei Allah subhanahu wa ta'ala einen hohen Stellenwert hat. Und wir lernen daraus, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein eigenes Haus verteidigt hat. Aber die Frage ist, wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala sein Haus verteidigt? Die Antwort gebe ich jetzt und dann sage ich euch, woher wir diese Antwort kennen. Die Antwort lautet, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten, liegt darin, dass die Menschen die Kaaba verherrlicht haben. Das heißt, solange die Menschen die Kaaba hochschätzen und verherrlichen, das heißt, für etwas Besonderes empfinden und dort Sünden vermeiden, dementsprechend lang wird Allah subhanahu wa ta'ala auch diesen Ort segnen und ihn beschützen. Wenn die Menschen allerdings anfangen, ihn nicht mehr zu verteidigen und nicht mehr zu schätzen und zu verherrlichen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sich diese Ortschaft ebenfalls außer Acht lassen. Denn die Leute damals, sie waren Götzendiener. Das heißt, es war nicht der Grund, dass er ihnen geholfen hat, weil sie Götzendiener waren, denn sie waren Mushrikun. Aber sie hatten die Möglichkeit nicht, sich selbst zu verteidigen und das Haus Allahs subhanahu wa ta'ala zu verteidigen. Und deswegen hat Allah, aber sie waren eben Menschen, die dieses Haus verherrlicht haben. Und sogar die gesamte Gegend, der ganze Haram-Bezirk, war ein Bezirk, in dem kein Blut vergossen werden durfte und kein Krieg angefangen werden durfte. Und sogar wenn jemand den Mörder seines eigenen Vaters, in diesem Gebiet gesehen hat, hat er ihm kein Haar rausgerissen. Aber am Ende der Zeit wird es anders sein. Und deswegen berichtet uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Authentisches über etwas, was im Laufe der Zeit passieren werden wird. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ. Der Hadith ist bei Bukhari überliefert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß: Die Kaaba wird eines Tages zerstört werden von einem Abyssinier mit dünnen
Beinen. Und dieser Hadith ist bei Al-Bukhari überliefert worden. Und der Prophet s.a.w. sagte weiterhin, im anderen Hadith, und der ist unter anderem, also habe ich gefunden, im Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, er sagte, وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةِ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يُعَمَّرُ بَعْدَهُ أَبَدًا أَوْ لَا يَعْمُرُ بَعْدْ يُعْمَرُ أَوْ لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَهُمُ الَّذِينَ وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُمْ. Dieser Hadith, den ich euch jetzt gerade, was ich auf Arabisch gesagt habe, ist ein Muslim von Ahmad und die Muhaqqiqun, das Muslim sagten, der Sanad ist sahih. Und zwar sagte der Prophet in diesem Hadith, niemand anderes wird das Haus entweihen, außer die eigenen Bewohner. Und wenn sie es entweiht haben, dann frag nicht nach den Arabern und wie sie zugrunde gehen werden. Und hiernach werden die Abyssinier kommen und es zerstören auf eine Art und Weise, sodass es nie wieder zusammengerichtet werden wird. Das heißt, nie wieder aufgebaut werden wird oder nie wieder besucht werden wird. Und sie sind diejenigen, die ihren Schatz herausnehmen werden. Und der Schatz ist, wallahu a'lam, der Al-Hajar al-Aswad, der schwarze Stein, denn das ist der wertvollste Stein, wallahu tabarak ta'ala a'lam. Und der Prophet alayhi salatu wassalam, also er sagte, niemand anderes wird das Haus entweihen, außer die Hausbewohner selbst. Das heißt, die Leute, die in Al-Haram wohnen und die Leute von Mekka selbst. Und deswegen ist es noch wichtiger und noch schlimmer, besser gesagt, wenn die Leute aus Mekka sich entfernen werden von ihrer eigenen Religion. Und entweihen, gemeint ist mit entweihen, yastahil al-bayt, dass man eben Sachen dort macht, die es nicht ziemt, dort zu machen. Das heißt, es gibt, Sünden sind immer haram, aber wenn man sie auch noch im heiligen Land macht und auch noch bei der Kaaba al-Musharrafa macht, dann ist es doch noch etwas viel Übleres, zweifellos. Und deswegen sagte der Prophet, wenn sie das machen, wenn sie das Haus entweihen, dann frag nicht nach, dann brauchst du gar nicht fragen, wie es ihnen danach geht. Das heißt, dann werden sie eh schon, die Araber, so weit weg sein von der Religion, dass man gar nicht mehr über sie nachfragen braucht. Und dann sagte der Prophet, dann werden die Abyssinier kommen, und sie werden es zerstören, sodass es nachher nicht mehr aufgebaut werden wird oder nicht mehr besucht werden wird, diese Kaaba. Und sie sind diejenigen. Und warum? Weil, wie gesagt, es interessiert ja keinen mehr, die Kaaba, und keiner verteidigt sie mehr. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala wird auch nicht mehr dieses Haus dann beschützen. Und der Prophet alayhi salatu wasalam sagt in einem anderen Hadith, auch in Sahih al-Bukhari, كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجْ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als ob ich ihn gerade vor mir sehe, schwarz, obeinig, er reißt die Kaaba Stein für Stein ab. Und zwar beschreibt er also den Abyssinier, der die Kaaba zerstören wird. Und deswegen, liebe Geschwister, deswegen gehört es zur Religion, die Kaaba hochzuschätzen, zu verherrlichen, und solange die gläubigen Menschen die Kaaba schätzen werden, wird Allah subhanahu wa ta'ala sie beschützen. Und wenn nicht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls sich nicht mehr darum kümmern. Warum? Weil für wen soll er das denn dann machen, wenn sowieso keiner mehr dort die Pilgerfahrt mehr vollziehen wird und keiner mehr die Hajj mehr machen wird und keiner mehr dieses Haus hochschätzt. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht das nicht für sich, denn er braucht uns nicht, sondern wir sind diejenigen, die ihn brauchen. Und Allah azza wa jalla sagte in der letzten Ayah, und sie so wie abgefressene Halme macht. Abgefressene Halme, jeder von uns, der mal gesehen hat, Bilder von Halmen, pflanzenartig, und stell dir vor, dieses Feld von Halmen, dort eine Herde von Tieren darüber getrampelt, was lässt es übrig? Entweder halbe Halme, weil die zerstört worden sind, oder abgetretene oder übertretene Halme, sodass sie umgeknickt sind und ebenfalls sterben. Und das ist das Gleichnis, das Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, zwischen diesen Halmen und dem Volk von Abraha und seinen Elefanten. Und mit Sicherheit, wer sich in der, Biologie besser auskennt, in der Pflanzenkunde, wird mit Sicherheit noch mehr herausfinden, warum Allah subhanahu wa ta'ala ausgerechnet
Halme als Beispiel genommen hat und nicht etwas anderes. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns belohnen für diese Sitzung, die wir gehalten haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mehr Wissen, als wir haben, geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unser Wissen, das wir gelernt haben, festigen und dass wir die Kaaba weiterhin hochschätzen. Und danken, wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir nicht in dieser Zeit leben, in der man diesen Blick nicht mehr genießen darf. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.